Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe einige Videoideen von euch gesammelt und ich glaube, am gefragtesten war aktuell das Thema Zielcollage, das ich ja auf meiner Instagram-Seite schon mal angesprochen habe. Und deswegen habe ich gedacht, ich mache einfach ein Video dazu. Zum einen, wie ich meine Zielcollage bastel, aber auch so ein bisschen zu den Hintergründen. Und ja, ich hoffe einfach, dass das für euch hilfreich ist und dass ihr damit was anfangen könnt. Ich beschäftige mich jetzt schon seit geraumer Zeit mit dem Thema persönliche Weiterentwicklung, Ziele, Träume, Visionen. Ich möchte einfach versuchen, die Tipps, die mir geholfen haben, euch weiterzugeben. Das macht mich aber jetzt nicht zum super Ziele, Coach oder was weiß ich was, sondern ich erkläre euch einfach, was ich gemacht habe und was sich für mich als dienlich herausgestellt hat. Und deswegen fangen wir jetzt einfach mal mit dem Thema Zielcollage an. Der Unterschied zwischen einem Vision Board und einer Zielcollage ist auf jeden Fall der, auf das Vision Board gehören einfach, sag ich mal, so übergeordnete Träume und Visionen. Und die Zielcollage, über die ich jetzt mit euch sprechen möchte, die hat wirklich ganz konkrete Ziele fürs neue Jahr. Ziele sind einfach Träume und Visionen mit einem Datum versehen. Ja, es ist natürlich zu überlegen, wie wird man sich eigentlich dessen bewusst, was für Ziele man fürs neue Jahr hat. Also es gibt verschiedene Methoden, die man da anwenden kann. Aufschreiben ist auch schon mal ein super erster Schritt. Das habe ich tatsächlich auch erstmal gemacht, um mir über diese verschiedenen Punkte klar zu werden, die auf meine Zielcollage gehören. Ich habe mir natürlich auch meine Zielcollage vom letzten Jahr angeschaut, um natürlich zu schauen, was habe ich erreicht. Und wo habe ich einige Schritte in die richtige Richtung gemacht? Weil ich sehe es zum Beispiel nicht so, dass wenn man die Ziele von seiner Zielcollage in dem Jahr nicht erreicht, dass man irgendwie versagt hat. Das ist absolut nicht so. Man hat einige Schritte unternommen, um diesem Ziel näher zu kommen, aber es ist einfach noch nicht eingetreten. Auf die Zielcollage gehören zum Beispiel Dinge wie geplante Reisen oder Reisen, über die man vielleicht schon mal gesprochen hat, wo man sich aber nicht so ganz sicher ist, ob man die in diesem Jahr schon machen kann oder nicht. Vielleicht habt ihr auch ein besonderes Fitnessziel oder ein körperliches Ziel. Es gibt ja auch viele, keine Ahnung, die heiraten, was es auch sei. Ihr dürft auf der Zielcollage genau aufschreiben, was das Ziel ist. Ich persönlich habe mir für die Zielcollage, ich zeige euch jetzt mal, wie ich das mache. Ich habe mir vom DM so ein Stück von diesem Verpackungspapier geholt. Ich fand es nämlich ganz schön. Man kann natürlich auch einen Bastelkarton nehmen. Dann kann ich euch noch empfehlen, zum Aufkleben solche Fotoecken zu nehmen. Als nächstes habe ich hier noch solche Schildchen. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Eigentlich waren die für so selbstgemachte Geschenke gedacht, dass man da draufschreiben kann, was es ist oder von wem es ist. Da schreibe ich mir dann zum Beispiel drauf, wann ich dieses Ziel erreicht haben möchte. Was gehört jetzt eigentlich noch alles auf die Zielcollage? Ich habe es ja schon gesagt, geplante Reisen, Reisen, die ihr gerne machen möchtet, aber auch einfach Dinge, die ihr erleben möchtet. Wenn ihr zum Beispiel immer schon in den Hochseilgarten gehen wolltet, dann klebt einfach ein Bild von diesem Hochseilgarten mit drauf. Wenn ihr dieses Jahr den Plan habt, eine Wohnung zu kaufen oder ein Haus zu bauen oder was auch immer. Ich habe mir zum Beispiel für die Zielcollage so ein paar Interior-Ideen und, sage ich mal, Architekturideen ausgedruckt. Hier sieht man das vielleicht ganz gut. Ein Kamin, der quasi als Raumtrenner fungiert. Weil wenn wir ein Haus bauen oder umbauen, dann möchten wir auf jeden Fall, dass so eine Feuerstelle damit drin ist. Genauso könnt ihr euch aber auch auf die Zielcollage draufkleben, wenn ihr Hobbys habt, denen ihr gerne wieder mehr Aufmerksamkeit widmen wollt. Auf meiner Zielcollage ist, dass ich in diesem Jahr mit meinem Superschatz zusammen einen Tanzkurs machen werde. Und dazu habe ich mir natürlich dann Tänzer ausgedruckt. Wenn ihr zum Beispiel eine optische Veränderung anstrebt, und ihr wolltet euch die Haare von mir aus immer schon blond färben, dann macht es definitiv Sinn, das auch auf eure Zielcollage drauf zu kleben, weil ich hatte für letztes Jahr sehr, sehr viele Fotos drauf von Frauen, die ungefähr so eine Haarfarbe haben, wie ich jetzt habe. Und es ist unglaublich, was das auch mit unserem Unterbewusstsein anstellt, wenn wir uns immer wieder damit beschäftigen und uns immer wieder denken, ach, das sieht schon toll aus, vielleicht sollte ich das doch mal ausprobieren. Das gilt aber auch für einen besonderen Kleidungsstil, was ihr einfach für euch am allerschönsten findet, wenn ihr das damit draufklebt, weil ihr glaubt gar nicht, wie sehr das funktioniert. Ich habe ehrlicherweise meine Zielcollage vom letzten Jahr angeschaut und mir gedacht, ho, da hast du echt vieles erreicht und vieles umgesetzt, was da drauf ist. Und ich habe mir zum Beispiel auch Sprüche auf meine Zielcollage draufgeklebt. Das ist vielleicht auch ganz interessant. Lauf, denn das Leben ist zu kurz, um eine Couch-Potato zu sein.
Ihr wisst ja, ich bin nicht so der Fitness-Freak, aber das Laufen habe ich jetzt irgendwie so ein bisschen für mich entdeckt. Dieses Jahr habe ich mir aber ganz fest als Ziel gesteckt, den Halbmarathon zu laufen. Das heißt, ich werde definitiv darauf hin trainieren und trage mir dann natürlich auch gleich das Datum ein, wann ich diesen Halbmarathon laufen möchte, weil wir haben ja gelernt, dass wir die Ziele gleich mit einem Datum versehen sollen. Ja, so viel zu meiner Zielcollage. Ich hoffe, der Input war jetzt hilfreich für euch. Vielleicht setzt ihr euch einfach mal ein bisschen damit auseinander, was ihr gerne erreichen möchtet, was sozusagen euer kurzfristiges Ziel fürs Jahr 2019 ist und was dann aber auch so die übergeordneten Ziele sind. Man sollte sich seiner Träume und Visionen bewusst sein, um natürlich auch konkrete Ziele fürs kommende Jahr zu definieren. Also probiert es einfach aus, stattet euch aus mit was zum Draufkleben, Klebeecken und den Fotos, die ihr gerne auf eurer Zielcollage haben wollt. Klebt auch gerne Fotos von euren Freunden mit drauf, die ihr vielleicht länger nicht gesehen habt oder mit denen ihr mehr Zeit verbringen wollt. Ihr solltet euch auf jeden Fall jeden Tag mindestens ein paar Minuten mit eurer Zielcollage beschäftigen. Das heißt, hängt sie wo auf, wo ihr sie sehen könnt und dann natürlich auch gucken könnt, ob ihr euren Zielen schon näher gekommen seid. Tut die Schritte, die dazu nötig sind, um dahin zu kommen, wo ihr gerne sein wollt. Und dann macht euch darauf gefasst, dass ihr am Ende dieses Jahres sehr überrascht sein werdet, wie viel davon, was auf der Zielcollage drauf ist, tatsächlich eingetreten ist. Ich hoffe, ihr freut euch schon aufs nächste Video und wünsche euch bis dahin eine schöne Woche. Tschüss!